Hi, ich bin Johannes von Lesenet und ich stelle euch heute mal den IREX Digital Reader 800S, kurz DR800S vor, ein in vielerlei Hinsicht besonderes E-Book-Lesegerät. Geht los mit dem Preis, 500 Euro möchte IREX dafür haben, also ungefähr doppelt so viel wie ein Amazon Kindle 2 zum Beispiel kostet. Im Vergleich dazu bringt der Digital Reader 800S auch das deutlich größere Display mit, immerhin. Also wir haben es hier mit einer 8 Zoll Bildschirmdiagonale zu tun, 21 cm im Durchmesser entspricht das. Und damit 6 cm mehr als ein typischer 6 Zoll wie hier der Amazon Kindle 2 mit 15 cm im Durchmesser. Wenn man die Reader mal aufeinander liegt, sieht man aber, dass der Digital Reader 800S trotzdem den etwas kleineren Fußabdruck hat. Also kürzer ist, allerdings ein bisschen breiter. Erklärt sich dadurch, dass wir hier keine oder sehr, sehr wenig haptische Bedienelemente haben. Also wir haben hier lediglich an der Seite eine Navigationsmöglichkeit. Dahinter verbirgt sich auch eine Taste und darüber hinaus noch hier unten eine weitere Taste. Plus das Display selbst ist berührungsempfindlich, allerdings nur mit dem Stylus bedienbar. Als ich den Digital Reader 800S aus der Verpackung genommen habe, habe ich mich erstmal gefragt, wo sich dieser Stylus befindet. Also nicht im Gerät, was ja typisch wäre, sondern er wird auch gar nicht reinpassen, weil der Stylus sehr groß ausfällt. Hängt hier an dem Ledercover, was mitgeliefert wird. Und damit lässt sich das Lesegerät auch über den Bildschirm bedienen. Außerdem für, wie gesagt, happige 500 Euro im Paket ist ein Ladegerät, ein Netzladegerät und ein USB-Kabel, mit dem der Digital Reader 800S mit Literatur befüllt oder eben auch am PC geladen werden kann. Wir haben es hier nicht mit einem Micro-USB-Anschluss zu tun, sondern mit einem proprietären Format. Anschluss findet ihr hier unten. Darüber hinaus haben wir hier noch einen Ausschalter, eine Hold-Taste. Und das war's auch schon. Ich schalte den Reader mal ein, geht wie gesagt mit dem Button hier unten. Und komme dann nach kurzer Zeit in ein übersichtlich gestaltetes Hauptmenü, in dem ich hier zum einen mit der Wippe navigieren kann und durch den Druck auf die Wippmitte in ein jeweiliges Untermenü komme. Genauso gut aber eben auch diesen Stylus dafür benutzen kann. Ich gehe mal auf die Bücherwahl und habe dann hier ein paar Bücher in der Anzeige, die ich teilweise vorab installiert habe, teilweise auch schon ab Werk drauf waren. Kann immer mit dieser Taste hier in ein Kontextmenü kommen, indem ich hier zum Beispiel ins Hauptmenü zurückkomme oder die Bildschirmausrichtung ändere. Also es gibt einen G-Sensor, à la Cyborg Opus oder Pocketbook 360, in dem der ganze Device mitrotieren würde, wenn ich den Bildschirm umdrehe oder die Anzeige mitrotiert, sondern müsste das eben manuell machen. Ich wähle hier mal ein Buch aus, von mir drauf gespielt, DRM geschützt, also wird hier unterstützt vom Digital Reader 800S, sowohl für PDF als auch für EPUB-Dateien gibt es die Möglichkeit, Adobe DRM geschützte Files aufs Gerät zu überspielen, allerdings auch nur per USB-Kabel. Also muss man halt so betonen, der Digital Reader 800S hat im Gegensatz zum Beispiel auf der Buchmesse gezeigten 800SG kein integriertes UMTS-Modul, auch kein WLAN inklusive. So, wir sind hier jetzt mal in einem Buch. Umblättern geht schnell, zügig, allerdings auch mit dem deutlich sichtbaren klassischen Ink-Splash hier. Wir haben keine Spiegelung, positiv, also wirklich gut lesbar das Display. Um dann mal zu sagen, was ich jetzt hier nicht machen kann, weil wir es ja mit einem berührungsempfindlichen Display zu tun haben, also mit dem Touchscreen und es sich hierbei ja auch dediziert um ein Arbeitsgerät handelt. Ich kann hier keinen Text markieren, kann keine Anmerkungen machen, kann hier nichts kopieren. Kann noch keine Notizen machen auf dem Text. Also alles, was ich hier mit dem Stylus in dem Moment machen kann, ist das Menü aufzurufen, wenn ich es treffe. Und ein Wort suchen, ich kann ein Lesezeichen hinzufügen, also das kann ich auch durch einen Klick hier oben rechts auf dem Bildschirm. Ich weiß nicht, ob man sieht, hier ist ganz klein so eine gestrichelte Linie angezeigt im Moment. Ich kann die Schriftgröße einstellen, das kann ich aber auch alles mit der Taste hier. Ich kann, wie gesagt, die Bildschirmausrichtung ändern, mir das Inhaltsverzeichnis anzeigen lassen. Also kann de facto den Stylus in dem Moment nur als alternative Navigationsmöglichkeit zur Wippe benutzen. Funktionen, wie man sieht, zum Beispiel von der Sony Reader Touch Edition, wie gesagt, kostet nur ein bisschen mehr als die Hälfte des IREX Digital Reader 800S kennt, wie Text markieren, Text kopieren, mir vielleicht auch Notizen in den Text hier schreiben, sind im Moment alle nicht möglich. Ich öffne hier mal eine andere Datei, LibreX ungeschminkt, ein PDF und habe erstmal ein sehr kleines Ursprungslayout. Gehe dann über die Taste hier, wie gesagt, ins Kontextmenü und gebe dem Dokument hier mal eine größere Schriftgröße
um zu sehen, wie der PDF-Reflow hier funktioniert. Ich erinnere an eine Arrival Story, wo das hier überhaupt nicht geklappt hat bei dem Dokument. Schriftgröße Mittel, dauert einen Moment und habt ihr eine ja, ordentlich reingezoomte, sehr, sehr klare, großformatige Darstellung. Also das Schriftbild hier gefällt mir sehr gut. 16 Graustufen sind das auf übrigens 768 mal 1024 Pixeln, also in der typischen PC-Auflösung, früher zumindest mal, macht hier auch auf dem E-Book-Reader eine sehr gute Figur. Ich kann dann ganz normal mit dem Stylus oder mit der Taste hier, mit der Wippe hier vor- und zurückblättern, was allerdings bei einem Seitenwechsel ab und zu mal einen Moment dauert, dann leuchtet hier oben eine sehr schicke grüne Status-LED. Die eben angesprochene Suchfunktion kann ich auch mal zeigen. Wort suchen. Und mir wird hier dann eine Soft-Touch-Tastatur angezeigt, wo ich dann auch endlich mal den Stylus sinnvoll verwenden kann. Fällt sehr groß aus, sieht man hier ja, also wirklich in Kugelschreibergröße und ist insofern auch gut bedienbar. Leider bloß relativ funktionslos im Moment. Zurück im Hauptmenü bleibt mir im Prinzip nicht mehr viel zu sagen und zu zeigen. Also die Möglichkeit, sich Notizen hier irgendwo anzulegen oder aufzurufen, gibt es wie gesagt noch nicht. Die Funktion wurde schlicht noch nicht implementiert. Ich habe die Möglichkeit, mir ein paar Zeitungen auf dem Device zu überspielen, wie gesagt, aber auch nur mit USB-Kabel, die dann hier doch relativ komfortabel lesbar sind. Im Artikel findet ihr dazu noch ein paar weitere Informationen. Ja, das war's dann im Prinzip auch schon. Also, was man hier im Moment von Arix für 500 Euro bekommt, ist in der Beziehung im Prinzip ein Witz, weil das einfach kein adäquates Arbeitsinstrument im Moment ist. Ich habe keine Möglichkeit, Text irgendwie zu bearbeiten und mit dem Text zu arbeiten. Ich kann wirklich nur lesen. Der Stylus hier ist de facto funktionslos im Moment und die Firmware vom Arix Digital Reader 800S ist einfach noch nicht auf dem Stand, wo ich sagen würde, man könnte den Device mit gutem Gewissen in den Verkauf bringen. Aber er ist im Moment schon zu haben und kann von mir im Prinzip in der Fassung absolut nicht empfohlen werden. Schon gar nicht für 500 Euro. Also man kann gut mit dem Gerät lesen, das kann man nicht bestreiten. Ist ein hochklassiges Display, auch richtig gut verarbeitet, der Reader und mit 360 Gramm gar nicht mal so schwer. Also der Kindle wiegt nur ungefähr 50 Gramm weniger, hat aber das deutlich kleinere Display. Also, wir haben es ja schon mit einem schönen großen Bildschirm zu tun. Mal zum Vergleich hier ein Roman, ein Hardcover-Roman. Ungefähr die gleiche Seitengröße sozusagen, aber für 500 Euro ist das einfach nicht adäquat. Da gibt es schon für 200 Euro, siehe Sony Reader Pocket Edition, ein Lesegerät, auf dem man genauso gut Belletristik lesen kann. Das seinen Zweck erfüllt und sogar noch ein bisschen kompakter ausfällt entsprechend. Also, von meiner Seite aus im Moment noch keine Empfehlung für den Arix Digital Reader 800S. Kann sich aber ändern, wenn die Firmware auf einen Funktionsumfang gepatcht und geupdatet wird, mit dem das Gerät dann auch wirklich ein brauchbares Arbeitsinstrument abgibt.